Zieh mal Handschuhe an, es ist geil in Deutschland. Ja, äußerlich sieht er noch gut aus. Ja, typischer Indexrahmen, da der innen nicht lackiert ist. Rost. So schlimm sieht es gar nicht aus. So, jetzt eine Vergaser. Noch alles festgegammelt. Das sieht aber lecker aus, der Vergaser. Ich glaube, der hat eine Reinigung nötig. So, dann zerlegen wir den Vergaser mal. Okay, da ist eine Reinigung nötig.
Das ist für eine komische Leerlaufdüse. Kriegt man die raus? Ich würde sagen, wir weichen den erstmal ein. Das ist keine Ramazzotti, auch wenn es so aussieht. Das ist sowas hier, was mit Benzin verdünnt wird, und das Zeug ist einfach super. Der bleibt jetzt einen Tag da drin liegen und dann ist der schon mal grob sauber. Und ja, dann kommt der Ultraschallbad. Und dann sollte er fertig sein. So, die Sachen machen wir dann direkt fertig. Die werden einmal abgebeizt, entrostet und dann direkt Pulver beschichtet. Dann können wir da direkt mal einen Haken dran machen. Drauf wegstellen bis hoch.
dann kommt eine Tüte und dann habt ihr auch bis morgen liegen. Dann gucken wir mal, was uns erwartet. Nehmen wir den Tank mit Zitronensäure ein und danach sollte der rostfrei sein. Und da bleibt er jetzt einen Tag drin liegen und dann schauen wir morgen mal nach. So, gucken wir mal, was der Vergaser so sagt. Halbe Stunde im Ultraschallbad und dann schauen wir noch mal nach. So, dann gucken wir uns Vergaser mal an. Ja, perfekt ist er nicht. Schauen wir mal, ob wir Durchgang haben. Da haben wir auch.
eine Leerlaufdüse. Schauen wir mal da, ob die auch Durchgang hat. Ja. Ja, dann können wir den eigentlich erstmal wieder zusammenbauen. So, der Tank und die Anbauteile sind soweit fertig. Der Tank ist gepulvert, ist innen auch wieder rostfrei. Dann bauen wir den mal ein.
Und der Vergaser kommt an. Und müsste das Ding auch anspringen.
guter Zündfunken ist da. Okay, also wir haben Sprit, wir haben Zündfunken, aber sie will nicht. Dann checken wir mal die Kompression. Das ist nichts. Ich habe gerade mal 2 Bar. Ich mache mal eben den Check. Gegencheck am anderen Moped. Ja, bei der Anna Monkey haben wir 8 Bar. So kenne ich das auch und das ist okay. Also vermute ich mal Ventil, Sitze oder halt Kolbenringe oder irgendwas. Deshalb ist der Eimer wahrscheinlich auch abgestellt worden, weil er nicht mehr lief. Okay, dann hat sich das erstmal mit der Probefahrt erledigt. Schade, hätte ich gern gemacht. Ja, ich sag mal bis dann. Ciao.